Ich grüße euch hier auf TechTracks.de zur zweiten Ausgabe des Tech-Setup-Formates. In der letzten Ausgabe habe ich euch ja gebeten, anhand von Likes zu zeigen, dass ihr das Format weiterschauen wollt. Und ja, das habt ihr auf jeden Fall getan und somit sehen wir uns zur Folge 2 wieder. Ihr hattet in der letzten Ausgabe auch die Möglichkeit abzustimmen. Ganze 10 Zuschauer haben sich daran beteiligt. Meine Güte, nicht so viel auf einmal, das packe ich sonst nicht. Nun ja, es gibt nun dennoch einen klaren Sieger und das ist unser Prinz. Mit 7 von 10 Stimmen, klarer erster Platz. Platz 2 nimmt der Bassbius Music für sich ein, der dritte Platz geht an den Lukas und Michael Jemetz rundet das Ergebnis nach unten hinweg ab. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Teilnahme. Auch dieses Mal habt ihr wieder die Chance abzustimmen. Diese Abstimmung ist komplett anonym und ebenso wichtig für dieses Format wie das Liken. Die Abstimmung findet ihr in der Videobeschreibung. So, nun aber zu unseren heutigen Kandidaten. Teilgenommen haben der Niklas, auch im Discord bekannt als PC-Guru Niklas, der Matt Burner, der Palit und der Hardbee. Auch an euch vielen Dank für eure Teilnahme. Dann würde ich sagen, genug gelabert und beginnen wir mit dem ersten Setup. Starten wir mit dem Niklas und er zeigt uns hier sein PC-Server-Setup. Beginnen wir mit dem PC-Setup und dies wirkt hier auf den ersten Blick sehr kurios und interessant zugleich. Besonders cool finde ich den hochkant montierten 23 Zoll Samsung-Monitor auf der linken Seite. Dabei handelt es sich um einen Samsung SyncMaster 2333 HD. Rechts davon positioniert der Niklas zwei 24 Zoll LCD-Monitore aus dem Hause NEC. Mit der Bezeichnung LCD 2470 WNX. Und als vierten Monitor in Anführungsstrichen kommt beim Niklas ein 32 Zoll LG Full HD TV zum Einsatz. Jenen TV hat Niklas aus Lust und Laune auf 70 Hertz übertaktet. Ja, so gehört sich das eben. Machen wir weiter mit den Dingen auf dem Schreibtisch. Hier sehen wir eine Trust GXT 25 Maus, eine Logitech G150 Tastatur und ein wirklich schönes Mauspad aus dem Hause Alpha Cool. Wirklich nice. Unter dem Schreibtisch oder mehr gesagt, hinter diesem sehen wir dann Niklas seinen PC. Sein System besteht aus einem AMD Ryzen 7 1700X, 16 GB G-Skill Ripshots, 5 DDR4, 3200er Arbeitsspeicher und einer EVGA GeForce GTX 1080 SC. Verbaut wurde das Ganze auf einem Gigabyte X370 Gaming. Speicherseitig setzt Niklas auf eine Samsung OEM NVMe SSD mit 512 GB. Jene SSD ist zu vergleichen mit einer klassischen 970 Evo. Dem nicht genug, kommt noch eine 240 GB Patch SSD und eine 1TB 2,5 Zoll Seagate HDD zum Einsatz. Schmankerl in diesem PC ist aus meiner Sicht die SFP Plus Karte. Eine Mellanox Connect X3 Netzwerkkarte verbindet Niklas seinen PC mit einer 10 Gigabit Verbindung mit seinem Netzwerk. Das finde ich wirklich nice. Netzteilseitig setzt Niklas auf ein 700 Watt Cooler Master Netzteil mit 80 Plus Zertifizierung. Jo, das ganze Konstrukt findet dann Platz in einem Be Quiet Purebase 600. Niklas PC gefällt mir durchaus, auch wenn ich das Netzteil etwas überholungsbedürftig finde, aber das kennt ihr ja inzwischen von mir. Nee, aber im Ernst, ein sehr stimmiges Setup gefällt mir. Weiter geht es mit Niklas seinem Server und an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, auf dem ersten Blick ein sehr kurioser Aufbau. Vor allem die mit dem Kabelbinder befestigten Lüfter im mittleren Bereich des Servers finde ich äußerst charmant. Auch das nicht befestigte Corsair SF450 Netzteil sowie die freischwebende Samsung SSD brachten mich echt zum Schmunzeln. Aber gehen wir mal auf die Technik ein. Als Herzstück kommt ebenfalls ein AMD Ryzen 7 1700X zum Einsatz, dem zur Seite gestellt werden 64 GB DDR4 ECC RAM aus dem Hause Kingston. Festplattenseitig bekommen wir hier 20 TB RAW zu sehen. SSD-seitig haben wir hier einmal eine 512 GB Samsung Pro NVMe SSD und eine Samsung SATA SSD. Auch diese benennt Niklas als Pro SSD, da möchte ich aktuell noch widersprechen. Die Samsung Pro SSDs haben normalerweise ein rotes Emblem aufgedruckt, auf dem Bild erkenne ich nur ein graues. Aber ich denke, der Niklas kann da sicher für Aufklärung sorgen. Auch in seinem Server kommt eine Mellanox Connect X3 Netzwerkkarte zum Einsatz. Abgerundet wird Niklas Server dann noch mit einer Nvidia Quadro K620 Grafikkarte. Soweit ich weiß, kommt auf dem Server das NAS-Betriebssystem System Unraid zum Einsatz. Abschließend muss ich sagen, ein guter Auftakt für die heutige Tech-Setups-Ausgabe. Niklas' Systeme gefallen mir durchaus, obwohl der Server schon seiner Sache für sich ist. Aber vor allem hat mir die EVGA-Grafikkarte, das Mousepad und die Mellanox-Karten gefallen. Schwenken wir vom Niklas hin zum Matt Burner, kurz Burner. Burner präsentiert uns hier sein Gaming-Setup mit seinem PC aus der Schmiede meiner Firma. Aber beginnen wir wieder mit dem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch sehen wir als erstes ein Dual-Monitor-Setup, bestehend aus einem iYama G-Master GB2760Q SU 144Hz WQHD-Monitor und einem BenQ GL2580HM 24 Zoll 60Hz Full-HD-Monitor. Der iYama kommt dabei als Hauptmonitor und der BenQ als Zweitmonitor zum Einsatz. Wenn wir die Augen weiter über das Setup schweifen,
schweifen lassen, sehen wir einmal eine HyperX Alloy Elite RGB-Tastatur mit mechanischen Cherry MX Brown-Schaltern. Daneben sehen wir eine Razer Death Adder Elite Maus, welche auf einem nicht weiter spezifizierten Mauspad ihren Platz findet. Headset-seitig setzt Burner auf einen Corsair White Elite RGB. Hinter Burners zweiten Monitor versteckt sich eine Elgato HD60S Game Capture Card, welche laut seinen Aussagen mit das Unnötigste auf seinem Schreibtisch ist. Burner fügte weiterhin zu, dass er sich die Game Capture Card vor einiger Zeit kaufte, um mit seinem Gammel-Laptop Videos von seiner PlayStation 4 aufzunehmen. Okay, normalerweise findet noch links neben seinem zweiten Monitor eine Nintendo Switch ihren Platz, welche aktuell aber nicht angeschlossen ist. Der Burner verwendet seine PlayStation 4 und seine Nintendo Switch an einem älteren Fernseher der Marke Techwood. Laut seinen Aussagen nutzt er seine PS4 als auch seine Switch eher selten. Vor allem seine PlayStation 4, welche er seit 2017 hat, ist sehr laut, selbst wenn er nicht spielt. Ja, da der Burner gerne Rennspiele spielt, darf natürlich ein Lenkrad nicht fehlen und hier kommt das Trustmaster T300RS zum Einsatz. Machen wir weiter mit dem PC, welcher wie bereits erwähnt aus meiner Schmiede kommt, daher werde ich eine Bewertung unterlassen. In Burners PC kommt hier ein AMD Ryzen 7 2700X zum Einsatz, welchem 16 GB G-Skill Aegis DDR4 3000er RAM zur Seite gestellt wurden. Als Grafikkarte wird hier die MSI GeForce RTX 2070 Armor verwendet, die CPU-Kühlung übernimmt eine Navis RGB 240 IO aus dem Hause Silentium PC. Das Ganze wurde verbaut auf einem ASRock X470 Master SLI Mainboard, SSD-speicherseitig haben wir hier eine Samsung 860 Evo mit 500 GB Speicherplatz. Als Datengrab wurde in Burners PC eine WD Blue mit 2000 GB verbaut. Netzteilseitig kommt hier ein BeQuiet Stray Power 11 Gold mit 650 Watt Leistung zum Einsatz. Das gesamte System wurde dann in einem Silentium PC Signum SG1X TG RGB Gehäuse verbaut, welches mit Sigma HP Corona 120mm RGB Lüftern ausgestattet ist. Ach ja, Burner fügt ergänzend noch hinzu, dass er die F8-Taste seiner Tastatur versehentlich eingesaugt hat. Ja, hoffentlich hast du sie wieder aus dem Sauger herausgeholt. Auf jeden Fall haben wir hier ein stimmiges Gaming-Setup, welches vielleicht eine gewisse persönliche Note vertragen könnte und vielleicht noch etwas Beleuchtung, aber sonst technisch gesehen habe ich nichts auszusetzen. Werfen wir nun einen Blick auf das Setup von Palit und er bietet uns hier ein RGB-PC-Server-Setup. Dabei sollte erwähnt werden, dass der Palit uns nicht nur einen PC und einen Server präsentiert, sondern beides gleich im Doppelpack. Also würde ich sagen, lege ich los. Zuerst schauen wir uns den Schreibtisch an und dort zeigt der Palit uns sein Triple Monitor Setup. Bestehend aus einem Packard Bell Full HD Monitor auf der linken Seite, einem JTC Full HD Monitor in der Mitte und einem Orion Full HD TV an der rechten Seite. Wenn wir uns weiter auf dem Schreibtisch umschauen, können wir noch ein AKG P120 XLR Mikrofon ausmachen, welches an einem Behringer UMC 22 Interface betrieben wird. Als Headset setzt Palit auf ein SGH2 aus dem Hause Shakun. Sein ganzes Zimmer hat er mit RGB-Streifen ausgestattet und ist stolz auf seine Gigabit-Internetleitung. Machen wir nun weiter mit seinen PCs. Starten wir mit seinem Haupt-PC, bestehend aus einem AMD Ryzen 9 3950X 16-Kerner, welchen er mit dem Boxkühler kühlt. Da würde ich vielleicht auf Dauer etwas Potenteres wählen. Den Ryzen nutzt Palit für Pi-Berechnungen, Deepfakes, zum Rendern und natürlich zum Zocken. Dem 16-Kerner werden 32 GB G-Skill Ripshaws Arbeitsspeicher mit 3200 MHz zur Seite gestellt. Als Mainboard setzt Palit hier auf ein MSI B450M Pro M2 Max und als Grafikkarte kommt eine XFX Radeon RX 590 Fatboy mit 8 GB zum Einsatz. Speicherseitig verbaut Palit zwei SSDs und eine HDD. SSD-seitig einmal eine Samsung M.2 SSD, welcher nicht weiter spezifizierte, und eine Crucial BX500 mit 480 GB. Als HDD verrichtet eine fester Digital Green mit 2 TB ihren Dienst. Als Netzteil kommt ein BeQuiet Straight Power E7 mit 450 Watt zum Einsatz und das ganze System findet Platz in einem Shakun TG4 ARGB-Gehäuse. Okay, zu diesem PC muss ich jetzt leider aber ein paar Dinge sagen. Palit, du musst jetzt ganz stark sein. Ich hoffe, du baust bzw. rüstest den PC in der nahen Zukunft um. Denn den Ryzen 9 Box zu kühlen, diesen dann auf einem B450-Board zu verwenden und das Ganze dann noch mit einem 10 Jahre alten Netzteil zu betreiben, ist mehr als gefährlich. Und das meine ich so, wie ich sage, gefährlich. Mehr darauf gemünzt auf das Netzteil, denn ein 10 Jahre altes Netzteil liefert niemals mehr stabile Spannungen und die Restwelligkeit dürfte saurer Milch gleichkommen. Bedeutet, dass du gerade dabei bist, deine Hardware zu schlachten. Mich würde es nicht wundern, wenn es bald Klack macht und das Mainboard tot ist. Denn die enorme Leistungsaufnahme einer Radeon RX 590 plus die enorme Leistungsaufnahme des Ryzen 9 übersteigt die Leistungsgrenze des Netzteils. Dabei ist es auch noch 10 Jahre alt. Holy shit, no risk, no fun, das dürfte Palits Motto sein. Mein Tipp an dich, am besten gleich ein um die 600 Watt BeQuiet Pure Power 11 bestellen und das am besten morgen einbauen. Ich meine es wirklich nett, wäre schade um die Hardware, hat schließlich verdammt viel Geld gekostet.
Okay, genug Du-Du-Du gesagt und weiter geht es mit PC Nummer 2. Dabei handelt es sich um einen Medion OEM-PC, welchen der Pilot wohl etwas optimiert hat. Verbaut sind ein Intel Core i5-6402P, 16 GB DDR4 2400er aus dem Hause G-Scale und eine Asus Dual RX580 mit 8 GB als Grafikkarte. Beim Mainboard handelt es sich um ein Medion H110H4EM V2.0, wahrscheinlich eher ein umgelabeltes MSI oder Gigabyte Board. Ja, und speicherseitig haben wir hier eine Crucial BX500 SSD mit 240 GB. Und eine 1TB Western Digital Green HDD. Und auch hier sehen wir wieder ein Be Quiet Netzteil, welches nach den Kabeln zu urteilen auch ein paar Jahre älter sein dürfte. Welches Modell genau, hat der Pilot leider nicht verraten. Das System ist auf jeden Fall auf den ersten Blick durchaus stimmig, auch wenn ich hier ebenfalls bei dem Netzteil Schweißperlen auf der Stirn bekomme. Damit haben wir Pilot seine PCs abgearbeitet und schauen uns nun seine Server an. Soweit ich das verstehe, handelt es sich bei den beiden Servern um baugleiche Maschinen. Okay, schauen wir uns mal das Datenblatt an. In den beiden Servern kommt jeweils ein Intel Xeon X3470 Vierkernprozessor, 32 GB DDR3 ECC RAM, eine GeForce GTX 57 Ti, eine Creative Sound Blaster Set und eine 2TB sowie 2x500 GB HDDs zum Einsatz. Netzteilseitig sehen wir hier jeweils ein OEM-Netzteil mit 380 Watt. Ein interessanter und zugleich kurioser Serveraufbau, wo sich bei mir natürlich die Frage stellt, was machst du mit den Servern, Pilot? Dienen die als Medienserver oder auch nur als Storage? Das interessiert mich auf jeden Fall, kannst du ja mal in den Kommentaren niederschreiben. Ja, das Setup von Pilot ist im wahrsten Sinne des Wortes eine heiße Angelegenheit. Es bietet sehr viele gute Ansätze, wo er aber noch ganz viel Hand anlegen muss, vor allem bei der Netzteilgeschichte mache ich mir ernsthafte Sorgen. Ansonsten auch ein nettes Setup von Pilot. Kommen wir zum Abschluss nun zum Hutby, welcher uns hier genauso wie der Niklas sein PC-Server-Setup präsentiert. Vorweg möchte ich mich aber für die schöne E-Mail bedanken. Der Hutby zeigt uns hier ein sehr cleanes und aufgeräumtes Setup, welches nach seinen Aussagen noch so aussieht, weil er gerade frisch in eine neue Wohnung gezogen ist. Beginnen wir mit seinem Schreibtisch. Als erstes fällt das Quad-Monitor-Setup auf, welches auf einem höhenverstellbaren Schreibtisch seinen Platz findet. Da der Hutby auf der Arbeit oft im Stehen arbeitet und ihm das so gefällt, hat er sich gedacht, dass er sich einen höhenverstellbaren Schreibtisch gönnt. Finde ich persönlich sehr genial. Das Monitor-Setup besteht aus einem AOC CU34G2BK 34 Zoll Ultra Widescreen Monitor, dem wurde links ein Asus WS247NR und rechts ein BenQ RL2455 Monitor jeweils mit 24 Zoll zur Seite gestellt. Dem nicht genug, verbaut der Hutby noch über dem AOC Monitor einen Asus WS228 Monitor. Jo, ein ordentliches Monitorgebilde, mehr geht immer, würde ich sagen. Schauen wir uns mal weiter auf dem Schreibtisch um. Dort finden wir eine Corsair Ironclaw RGB Wireless und eine Logitech MX Master OEM 1 Maus. Als Tastatur verwendet Hutby eine Corsair K68. Dämlich genug, auf dem Schreibtisch lässt sich noch ein Yamaha AG04 Audio Interface ausmachen, an dem ein Rode Procaster Mikrofon sowie Beyerdynamic DT770 Pro Kopfhörer betrieben werden. Sehr schick. Ach ja, bei dem Schreibtisch handelt es sich um einen Ergotopia Desktopia Pro, als Stuhl kommt ein Secret Lab Titan zum Einsatz. So, jetzt genug vom Tisch und Co, schauen wir uns nun die Hardware an. Und dort hat der Hutby ordentlich etwas zum Bestaunen. Beginnen wir mit seinem PC. In seinem PC kommt ein AMD Ryzen 7 2700X zum Einsatz, welchen 4x8 GB DDR4 3200er RAM in Form der Corsair Vengeance LPX zur Seite gestellt werden. Die CPU wird durch einen Thermalright Aro M14 bei Laune gehalten. Als Mainboard setzt Hutby auf einen Gigabyte B450 Aorus Pro. Grafikkartenseitig sehen wir dieses Mal eine AMD-Karte in Form einer PowerColor RX Vega 56. Bei jener überlegt er vielleicht abzugraden. In Hutbys PC kommen keine HDDs zum Einsatz, sprich wir haben es hier mit einem SSD-Only-System zu tun. Insgesamt 3 SSDs, davon sind 2 die Corsair Force MP510 NVMe-SSDs mit 960 GB und eine Kingston A400 SATA SSD mit 2TB Fassungsvermögen. Mit Strom versorgt wird das System mittels eines Corsair RM850 Netzteils. Das gesamte System findet seinen Platz in einem Be Quiet Silent Base 801 Window-Gehäuse. Schwenken wir rüber zum Server bzw. NAS und da muss ich sagen, das hat es mir wirklich angetan. Ich mag solche kompakten Serverbauten. Richtig cool, aber gehen wir jetzt ins Detail. Als Server bzw. NAS kommt hier ein Selbstbausystem zum Einsatz, welches aus einem AMD Ryzen 5 1600 besteht, welchen der Hutby noch über hatte. Dem werden 16 GB G-Scale Aegis DDR4 3000er RAM zur Seite gestellt, welche bald auf 32 GB aufgerüstet werden. Beim Mainboard setzt Hutby hier auch wieder auf Gigabyte in Form des B450i Aorus Pro Wi-Fi. Speicherseitig kommen hier eine Kingston A400 SSD mit 480 GB und eine Samsung 860 Evo mit 1TB sowie 3 4TB Seagate Iron Boy Festplatten zum Einsatz. Mit Strom versorgt wird das Ganze mittels eines Silverstone SST ST45SF mit 450 Watt. Holy shit, ich hoffe, das hast du inzwischen ausgetauscht. In Planung hast du es ja gehabt.
Ach ja, und eine GPU verwendete Hatbi in seinem NAS natürlich auch, und zwar eine Asus GT 730. Das NAS-System wurde verbaut in einem Shenbro SR3016-9 Gehäuse. Als Betriebssystem setzt Hatbi hier auf Proxmox. Bevor wir mit der weiteren Netzwerkperipherie weitermachen, möchte ich zu dem NAS noch ein bis zwei Dinge sagen, die mir auf der Seele brennen. Zum einen, wie gesagt, das Netzteil. Bitte, bitte etwas NAS-taugliches verbauen. Dann würde ich an deiner Stelle die Kingston SSD sowohl in deinem NAS als auch in deinem PC gegen eine Crucial MX oder Samsung eintauschen. Kingston SSDs sind nicht sonderlich gut für den NAS-Betrieb gedacht, musste ich auch schon selber böse feststellen. Auch die Seagate HDDs wären mir persönlich ein Dorn im Auge, da würde ich auf Dauer vielleicht auf eine Western Digital Festplatte setzen, die selbstverständlich nicht die SMR-Technik verwendet. Ansonsten gefällt mir das System durchaus, vor allem die Ryzen-Basis dürfte fürs Virtualisieren ordentlich Reserve liefern. Machen wir weiter mit der restlichen Netzwerktechnik. Hier bekommen wir Hardware vom Feinsten zu sehen. Einmal eine Sophos SG105 Firewall, welche mit PFSense ausgestattet wurde, sehr gut. Auch der Apple AirPods Express ist ein sehr schönes Stück Hardware, obwohl ich den nicht unbedingt so eingefärbt verbauen würde. Und zu guter Letzt sehen wir noch einen D-Link DGS 1210 24er Switch und ein Heatron Modem. Unter dem Strich gefällt mir Hatbis Setup sehr gut, vor allem seinem Arbeitsbereich hat es mir sehr angetan, da diese höhenverstellbaren Tische echt etwas Feines sind und die Beyer Dynamic Kopfhörer natürlich. Aber auch seine Hardware, die auf jeden Fall ordentlich Spaß verspricht. Ich bin schon gespannt, was für ein Grafikkarten-Upgrade du durchführen wirst. Ja, und damit haben wir uns nun alle Setups für diese Ausgabe angeschaut. Und nun seid ihr wieder an der Reihe. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu einer anonymen Abstimmung. Zögert nicht und versucht den Rekord von 10 Teilnehmern zu überbieten. Sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Das Tech-Setups-Format verabschiedet sich aber auch vorläufig, da einfach zu wenig Setups eingesandt werden. In der letzten Tech-Log-Ausgabe sprach ich davon, dass dieses Format erst ab 10.000 Abonnenten wiederkommen wird. Und da möchte ich auch erstmal dran festhalten. Sollten aber dennoch wieder 4 Setups zusammenkommen, wird es außerplanmäßig eine Ausgabe geben. Die Ergebnisse der Abstimmung aus dieser Folge werde ich in 4 Wochen im Community-Tab und auf Discord veröffentlichen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Teilnahme und wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Macht es gut!